Hi, ich bin Timo. Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute interviewe ich wieder jemanden. Und zwar habe ich Jochen Eisenhut da, beziehungsweise nicht da, sondern übers Internet zugeschaltet, der aktuell mit seinem Kickstarter Super Fantasy Brawl online ist. Ja, der Kickstarter geht gerade durch die Decke. Und Grund genug natürlich, ihm mal heute ein paar Fragen zu stellen. Ja, Jochen, schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier ein Interview zu geben und dass wir ein bisschen quatschen können. Anders, ganz aktuell, ist natürlich dein Spiel, das gerade auf Kickstarter ist, Super Fantasy Brawl. Und ja, vielleicht kannst du es einmal kurz vorstellen mit 3-4 Sätzen. Ja, klar. Es handelt sich dabei um so ein Arena-Kampfspiel, das relativ stark von Computerspielen, vielleicht so League of Legends mit dem einen oder anderen Begriff sein, inspiriert ist. Und ich arbeite ja mit Mythic Games zusammen, die habe ich in Essen kennengelernt. Und die haben das grafisch auf eine Weise aufgebohrt, die wirklich gigantisch ist. Und ich habe das ja vorher auch versucht, so ein bisschen im Eigenverlag zu machen, mit ein paar Kumpels zusammen. Das ist deutlich hübscher geworden als alles, was wir zuvor gemacht haben. Und ich habe von denen jetzt auch einen Prototypen geschickt bekommen und den würde ich gerade zeigen. Dazu drehe ich die Kamera. So schaut das Ganze aus. Das heißt, wir haben, also das wäre erstmal, so wird es später dann, so wird die Box aussehen, wenn es mal soweit ist. Dann haben wir hier ein schönes großes Board, also so eine Arena. Dann haben wir hier so ein paar Karten. Das ganze Spiel ist insgesamt sehr kartenbasiert. Und im Zentrum des Spiels stehen natürlich diese übergroßen, super schön gestalteten Miniaturen. Da hat man halt im Prinzip aus allen Fantasy, vielleicht auch ein bisschen Science-Fiction-Genres zusammengewürfelt. Mhm. Die Thematik ist so, Zauberern ist langweilig, weil die sich alles zaubern können, was sie wollten. Und dann haben die einfach sich irgendwann mal angefangen zu streiten, wer wohl so die stärksten Kämpfer der Vergangenheit waren. Und dann sind sie da zu keinem Ergebnis gekommen und dann haben sie halt gesagt, komm, wir probieren das aus. Wir holen uns die stärksten Helden aus allen Zeitaltern, aus allen Welten und so weiter zusammen und lassen die es einfach ausfechten und gucken halt, was passiert. Ja, und dann hat man halt hier irgendwelche übermächtigen Piraten und Trolle mit ionischen Armen und Elfen, Zauberer. Die Figuren sind super groß, also richtig groß. Das wäre so, wenn man sich im Genre auskennt, das ist meine Hand und da vergleiche ich die Figur. Dann gibt es alle möglichen wahrscheinlich wird in Zukunft dann noch viel mehr kommen. Also da gibt es wirklich da sehr viel geboten und die spielen sich auch alle unterschiedlich. Auf der Kickstarter-Seite, wenn ich ganz kurz einhaken darf, habe ich gesehen, die sind auch sehr groß. Also der Größenunterschied ist sehr deutlich bei manchen. Ne? Ja, ich versuche mal zwei exemplarisch zu zeigen. Also es ist total wichtig, dass man die auch, dass die wirklich so Wiedererkennungswert haben und dass man die auf den ersten Blick auch erkennt. Ja, das war eine ganz entscheidende Sache. Und jetzt sieht man hier, also man hat hier so eine flinke Armbrustschützin, eine Jägerin und man hat da diesen übermächtigen Troll. Und es ist natürlich auch durch die Spielwerte dann repräsentiert. Also man bekommt auch ungefähr das, wonach es halt ausschaut. Das finde ich schon mal total klasse, dass das nicht dieser Einheitsbrei ist, der eine ist 2 Millimeter größer als der andere, sondern da ist ja ein Riesenunterschied. Super, wahrscheinlich auch zum Bemalen halt. Vielleicht auch, wenn man noch nicht so viel mit Bemalen zu tun hat oder da nicht so Bock drauf hat, man bekommt nur einzigartige Figuren. Man muss nicht 10-mal das Gleiche anmalen und man hat halt große Flächen und da so ein Auge trifft man dann auch mal mit dem Pinsel. Ja, weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, aber... Ja, das ist... Bei mir schielen die gerne mal. Ja, genau. Dann erzähle ich noch ganz knapp was zum Gameplay. Also das Ziel ist, ich hatte das Spiel auch schon mal in einer deutlich komplexeren Fassung, das hatte ich dir auch gezeigt. Und ich wollte dann aber tatsächlich was machen, was zugänglicher ist, was man wirklich mit jedem spielen kann, was man vielleicht auch mal mit jüngeren Menschen, Kindern, Jugendlichen spielen kann, die natürlich auch von dem Setting voll angesprochen werden. Und was so einstiegsfreundlicher ist, so sofort losspielen. Und das ist eigentlich so, das ist das, was hinter dem Spiel steht, ist eigentlich dieses, pack die Sachen aus, drafte dein Team zusammen und spiel gleich los. Also das Ganze ist so, man hat einen Pool von gemeinsamen Helden, das sind aktuell, sind es glaube ich 15 in dem Kickstarter, da können mehr dazukommen und
Durch das Setting hat man natürlich auch alle Freiheiten. Da werden vielleicht noch irgendwelche Science-Fiction-Sachen mit reinkommen, ich weiß es nicht. Also da gibt es noch ganz, ganz viel Design Space, um zu erkunden. Und dann draftet man abwechselnd sich ein Team zusammen aus insgesamt dann 3 Helden. Da kann man schon so ein bisschen gucken, wie die zusammenpassen und so weiter. Und dann ist es so, dass jeder Held mit einem individuellen Set von 7 Karten kommt. Einmal diese Heldenkarte hier, auf der man dann auch die Lebenspunkte von dem Helden trackt und so ein Standardrüster hat. Die Helden können hochleveln, dann hat man eine stärkere Seite. Und dann hat jeder Held 6 individuelle Karten. Dazu, das Artwork ist jetzt noch identisch, aber da bekommt in dieser Prototypen-Version, aber da bekommt jeder noch sein eigenes Artwork. Ja? Also da ist dann auch drauf, was man sich halt vorstellt unter Spring the Trap oder Hit and Run. Und die machen dann quasi den Helden aus und sorgen dafür, dass sich jede Kombination irgendwie interessant und anders spielt. Ja? Und das Tolle an dem System ist, man hat kein Pre-Game-Deckbuilding. Ich muss mich nicht zu Hause hinsetzen und überlegen, welche Karten nehme ich rein, sondern am Tisch drafte ich mein Team aus 3 Helden und dann kriege ich für jeden Held 6 Karten. Die werden zusammengemischt in ein 18-Karten-Deck und mit dem spiele ich dann. Ja, das heißt, ich habe ein individuelles Deck, aber ich habe trotzdem minimale Setup-Zeit. Also in 5 Minuten kann man losspielen. Ja, und 15 Helden, muss man ja sagen, ist auch eine Menge. Ne? Also wenn man immer nur mit 3 spielt, die und dann ja auch nicht im, also es ist ja nicht so, dass du immer das gleiche Team hast, sondern je nach Draft sind ja immer unterschiedlich die Teams. Selbst wenn du mal den gleichen Helden nimmst, das heißt, da hast du ja eine riesen Variabilität drin. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich auch Synergien. Dann, ich habe zum Beispiel hier, ich zeige nochmal einen anderen paar Karten, hier Kilgore, dieser große Troll, den wir auch die Figur gesehen haben, der hat zum Beispiel einen Throw, da kann der einfach mal einen anderen Helden 3 Felder weit schmeißen. Dann kann ich den kombinieren mit einem Helden, der vielleicht ein Nahkämpfer ist und vielleicht ein bisschen Probleme hat, in den Nahkampf reinzukommen, ja, weil er zusätzlich vielleicht nicht ganz so viel aushält. Ja, wäre schon wieder eine super Kombination. Da sind auch Reaktionskarten dabei, die man dann zum Verteidigen spielen kann im gegnerischen Zug. Und auch da ist es natürlich wichtig zu gucken, ja, wenn ich jetzt einen schwachen Helden habe, der vielleicht anfällig für dies und das ist, dann brauche ich vielleicht einen anderen Helden, der eine Reaktion hat. Reaktionen dürfen auf alle Helden gespielt werden. Also so, die meisten Karten hier sind heldenspezifisch. Also 5 von 6 darf ich in dem Fall nur für den Troll spielen. Und eine Karte, das ist eine Reaktion, die darf ich auf jedes meiner Teammitglieder spielen. Und da ist natürlich entscheidend, wie kann ich meinen anderen Teammitgliedern mit dieser Karte helfen, und das sind alles Überlegungen, die in den Draft eingehen. Ja. Also, wir haben es ja schon mal zusammen gespielt und ich hatte ja keinen Plan von diesen ganzen Helden, was die ausmachen, und habe einfach so gedraftet nach, was schön aussieht quasi. Und trotzdem hat es gut funktioniert und man konnte es gut spielen. Aber trotzdem gibt es da scheinbar auch eine ganz gute Lernkurve drin. Ja, wenn man die besser kennenlernt, dass man dann überlegt, ich habe den, was werde ich dazu? Also beides ist möglich. Das ist eine Riesenstärke, die ich auch sehe. Die hat sich, ehrlich gesagt, das war gar nicht so der... Also das Designziel war es, zugänglich zu machen. Dass es kompetitiv gespielt werden kann, das war erstmal gar nicht so das Thema. Ich habe das auch jetzt in vielen Spielen rausgefunden, man kann sehr casual-mäßig einfach drauf losspielen, man kann das Team nicht zusammensuchen, auf das man Bock hat, man muss auch nicht draften, das kann auch jeder einfach sagen, hey, 3 gefallen mir. Ja. Aber man kann auch tatsächlich, wenn man dann anfängt, ein bisschen zu gucken, was kann denn der Gegner, wenn man die Helden kennenlernt, wenn man weiß, welche Reaktionen blühen, wenn man die Karten sich merkt, die schon weg sind, und dann kann man das tatsächlich auch ziemlich ausreizen. Ja, und Mythic hat schon Pläne, da ein bisschen Organized Play zu machen, sprich zu schauen, dass das Spiel auch kompetitiv, turniermäßig gespielt werden kann. Mhm. Okay. Jetzt hast du schon ein paar Mal Mythic Games erwähnt, die das Ganze in die Hand genommen haben und sagtest, die hast du in Essen getroffen. Wie läuft das ab? Bist du dann mit deinem Prototypen über die Messe getingelt oder... Wie können wir uns das vorstellen? Ja, das Spiel hat ja eine ultralange Geschichte. Ich habe ja am Anfang selber gezeichnet und dann habe ich eben einen sehr guten Freund, den Olli Schneider, über Spielen auch kennengelernt. Und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat mit mir zusammen versucht, das im eigenen Verlag zu bringen. Der hat schon mal ein Spiel, Ninja Arena, rausgebracht. Und da waren wir dann so voll auf Kickstarter-Kurs und wollten unseren eigenen Kickstarter machen. Und da kann ich auch gleich, vielleicht gibt es Zuschauer, die sowas auch planen, schon mal sagen, dass das hat Spaß gemacht und da waren ultra witzige Sachen dabei. Aber ich habe auch ein paar
Jobs zu erledigen gehabt, die mir persönlich dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht haben. Kalkulation mit chinesischen Spieleherstellern sprechen, ewigen E-Mail-Verkehr und so weiter. Also das war irgendwann eine Menge Arbeit und unser Kickstarter war noch nicht mal am Laufen. Ja, und da haben wir uns, muss ich ehrlicherweise sagen, schon noch so ein bisschen überschätzt oder die Sache unterschätzt. Also ein Kickstarter ist im Prinzip zumindest für 3-4 Monate ein echter Job. Also noch nicht mal zwei Jobs, sondern da kann man jeden Tag, wenn man das möchte, dann 6-7 Stunden reinbrennen und man weiß noch nicht mal, ob es klappt. Und natürlich auch Geld, was man in die Hand nehmen muss. Ja. Und auf jeden Fall war ich dann auf der Messe. Wir hatten uns dann auch entschieden, Plastikfiguren zu machen. Das macht das Risiko, dass man mit so einem Kickstarter fährt, nicht unbedingt geringer, sondern im Endeffekt hat man da gleich mal so Verdopplung der Kosten. Aber es ist letztendlich auch so, also meine Erfahrung in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren, wenn Minis dabei sind, ist es sofort interessanter für mehr Bäcker. Also wenn man mal so Standys macht, wie zum Beispiel bei Gloomhaven, ja, was meiner Meinung nach auch super mit den Standys ist, dann gucken die Leute oft schon schief und viele becken es nicht. Also es ist direkt so ein Hingucker, so ein Aufmacher, wodurch man, glaube ich, auch Bäcker dazu gewinnt. Ja, definitiv. Also man wird mit Standys, vielleicht eine mutige Prognose, aber man wird nicht die gleiche Reichweite bekommen. Aber also im Nachhinein hätte ich so ein bisschen so ein Humble Kickstarter, nennt man das ja auch. Also ein bisschen langsamer tun, vor allem, das war mein erstes Projekt, ja, und dann ein bisschen langsamer tun, das wäre wahrscheinlich der richtige Weg gewesen. Na, wie dem auch sei, ich bin dann mit meinen 7 Sachen da nach Essen getingelt, mit dem Hauptziel, eigentlich mit den Chinesen zu sprechen, wie das produzieren sollen, denen das mal zu zeigen, dass man vielleicht die Quotes, also die Angebote, die einem dann geben, was so ein Spiel dann pro Stück kostet, in welcher Zahl auch immer, dass diese Angebote, dass man die vielleicht anpassen kann, wenn man das denen mal tatsächlich mal hinlegt, das Ding. Und dann habe ich aber auch ganz privat einfach mal bei Mythic Reichbusters angespielt, so ein ganz nettes, ich sage jetzt mal Dungeon Crawler. Mythic, die sind halt einfach extrem gut da drin, Sachen nett aussehen zu lassen. Die machen ultra nette Trailer zu ihren Kickstarter-Videos. Also gibt es für Super Fantasy Ball auch, kann man sich angucken. Da wird dann ein animierter Film abgefeuert und zwischendrin wechseln die immer wieder in Spielszenen, ja, sodass man wirklich von der Immersion her so voll drin ist und richtig merkt, was dahinter steckt. Das ist super cool. Und dann war ich bei denen, habe das Spiel angespielt und hatte meinen Prototypen hinten im Rucksack. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, jetzt, ich habe zwar nichts ausgemacht, und dann habe ich so kaltakquise-mäßig einfach mal gesagt, hey, schaut euch das mal an, ich habe ein Spiel dabei, vielleicht wäre das was für euch. Ohne große Hoffnung zu haben, dass das was wird. Ja, die kriegen ja wahrscheinlich hunderte von Vorschlägen jeden Tag. Dann hat der Typ schon so zähneknirschend erstmal so gesagt, ja, komm halt morgen nochmal vorbei, da schaue ich mir das an. Und dann habe ich denen das gezeigt. Grafisch war das auch sehr, sehr gut schon. Also auch unsere Version, sag ich jetzt mal, die war grafisch schon nicht schlecht. Sah gut aus, ja. Ähnliches, also manchen gefällt die auch besser. Ich glaube, dass der neue Grafikstil noch mal besser zum Spiel passt. Aber es war wirklich hübsch. Und vielleicht hat es auch eine Rolle gespielt. Aber die waren von dem Spielprinzip total hin und weg. Die fanden das hat natürlich auch gut in die Firmenphilosophie gepasst. Die machen einfach schöne Minis, das gehört ja dazu. Ja. Nur individuelle Minis, das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Die haben dann auch gleich angefangen, Testspiele zu machen. Und 3 Tage später hatte ich einen Vertrag mit denen. Und die haben mir im Prinzip auch dann quasi alle Ausgaben abgenommen, die wir mit dem Spiel hatten. Und so ging das seinen Lauf und ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das jetzt gelaufen ist. Der Kickstarter ist durch die Decke gegangen, das hätten wir selber geschafft, das kann man guten Gewissen so sagen. Es ist, ich glaube, im Moment seid ihr beim 10-fachen Funding Goal, kann das sein? Ungefähr so über den Daumen? Ja, ich glaube 4.000 Bäcker haben wir schon und 250.000 Euro sowas in die Richtung. Ja, das läuft wirklich gut und die Kampagne, so eine Kurzkampagne, die läuft dann noch 4 Tage. Am Ende kann man ja immer noch so mit so einem kleinen Rip-Aufschwung. Und ja, also das ist, mich hat selber überrascht. Also ich hatte schon gedacht, dass es gut läuft, aber nicht so gut. Aber da sind wir jetzt sehr, sehr glücklich, dass das so gut geklappt hat. Ja, und da ist dann natürlich auch der Vorteil, wenn man Mythic im Boot hat, ja. Das ist ja die Frage, ich habe jetzt letztens mit Michael Witkowski gesprochen, der auch einen Kickstarter mit einem richtig coolen Spiel hatte, Shiver Me Timbers, und der alleine dahinter steckt, ja, One-Man-Show, und eben nicht diesen Push hat von so einem bekannten Verlag. Und
super Spiel, aber das ist schwierig. Ne? Du musst jetzt abbrechen und wird es Ende des Jahres wahrscheinlich nochmal neu starten, seine Kampagne. Aber wenn du Mythic mit drin hast, dann kommen auch einige Bäcker einfach nur, weil es Mythic ist. Ja? Und die wissen, die bringen coole Spiele raus. Ja, ich habe da jetzt keine näheren Informationen, aber allein die E-Mail-Liste. Die haben eine Liste von Leuten, die regelmäßig sehr viel Geld auf Kickstarter für Miniaturen-basierte Fantasy-Spiele auszugeben. Das muss man erstmal haben, ja? Ja. Connections überall hin, die sind auf jeder großen Messe, die sind in Essen, die waren auf der Gen Con, die sind quasi überall präsent, die haben Kontakte zu Reviewern, die haben Mods-Studios irgendwo in UK und in Paris. Die haben 3D-Drucker, die hauen 20 Prototypen raus und schicken die überall hin, mit Miniaturen teilweise. Ich bin ja auch in den Genuss von einem gekommen. Das ist einfach, das kann man als, ich glaube, das sind 25, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Mitarbeiter die haben, das kann man so nicht leisten. Selbst als 2- oder 3-Mann-Team ist das so nicht zu stemmen. Ja. Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen. Ganz unten auf der Kickstarter-Page, da steht, wer alles mitgearbeitet hat. Ja. Da bist du natürlich ganz oben als Game Designer und dann kommen ja 20 weitere Leute oder sowas, wer da alles mit drin steckt. Das ist Wahnsinn, oder? Wer da alles mitarbeitet. Ultra viele Testpartien. Ja, das ist gerade auch bei so einem Spiel, wenn man so ein bisschen kompetitiv wird, natürlich wichtig, dass es vom Balancing passt. Ja. Wir haben Kapazitäten, was Testspieler und insgesamt Feedback halt zu den Spielen angeht. Ja, wenn ich so alleine Kickstarter mache, dann probiere ich das halt mit ein paar Leuten aus und dann schicke ich das noch ein paar und dann muss ich hoffen, dass das alles ungefähr so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja. Aber dein Spiel ist ja doch schon was länger auch in der Entwicklung. Ne? Das heißt, du hast ja auch schon ein paar mehr Testspiele gemacht. Also mit 3 Freunden. Ha? Ich, aber es hat sich natürlich auch immer am Spiel selber sehr viel geändert. Es gab ja auch mal so eine, Core-Version, die wesentlich komplexer war als jetzt diese simplere Variante. Ursprünglich hatte ich die entwickelt als Plan B, falls unser Kickstarter schief geht, um ehrlich zu sein. Und habe gedacht, ja okay, damit kann man auf jeden Fall mehr Leute erreichen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, erstmal passt es selber mehr zu meinen Lebensumständen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit ein paar, in unserem Fall 2 kleinen Kindern zu Hause, wird die Spielzeit rarer und dann ist es nicht mehr der 2-3 Stunden Klopper, wo man sich das Hirn zermalt, sondern man möchte auch ein lockeres spielen, was schnell geht und zwischendurch. Und ich denke, dass es auch hier von meinen Freunden vielen so geht. Und das war eine Intention. Und eine weitere Intention ist, ich bin ja auch Lehrer, wie du auch, und ich vermisse ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, also analoge Spiele sind nicht unbedingt hip gerade. Es geht aufwärts, aber gerade wenn man sich die deutsche Spielelandschaft ansieht, habe ich manchmal so die Gesamtkritik, dass ein bisschen zu wenig auf die Jugend eingegangen wird. Die wollen keine Gewürze irgendwo hin verschiffen. Ja, das ist nichts, wo sie sich in ihrer Freizeit für interessieren. Und ich finde, dass man beim Spieldesign vielleicht auch mal schauen sollte, bei analogen Spielen, dass man ein bisschen mehr in die Wirklichkeit der Schüler reinkommt und die da abholt, was ihnen halt gefällt. Und wenn ich auf eine Messe gehe und das Ding hier oder auch die Vorversion präsentiere und da kommt irgendjemand rein, der zwischen 12 und 16 ist, dann ist er zuerst bei mir am Stand gewesen. Und da sollte man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Das wird gerade in der deutschen Spielelandschaft, das wird besser, aber es ist, glaube ich, noch nicht so, wie es sein sollte. Das ist, finde ich, noch ein bisschen schade. Und das war auch eine Intention, zu sagen, vielleicht kann man mit sowas auch mal jemanden, der sonst nur am Handy spielt, erreichen, weil die Grafik handymäßig ist, weil es schnell geht, weil Spieler, die zum Beispiel jetzt so League of Legends oder Dota spielen, sich auch schnell zu Hause fühlen und vielleicht eher bereit sind, auch mal was Analoges zu probieren. Ja, wichtiger Punkt. Also meine Frau sagt auch immer, wollen wir spielen? Ja, aber nicht wieder irgendwas mit Gold und Steine und Holz sammeln. Das ist wirklich so. Und ich habe letztens mit einem Boardgame-Digger drüber gesprochen. Unsere Abonnenten, beide, was man so sehen kann, sind auch zwischen 35 und 55 größtenteils. Ja, also auch sehr wenig Jugendliches dazwischen. Also wichtiger Punkt auf jeden Fall.
Wie lange hast du insgesamt oder wie viele Phasen ist dein Spiel so durchlaufen und wie viele Jahre hängst du da schon dran quasi? Ich habe schon immer Spiele designt, aber das Super Fantasy Brawl, oder damals hieß es noch anders, war das erste, wo einer meiner erzwungenen Testpersonen gesagt hat, er möchte es nochmal spielen. Ja, also ich hatte davor auch schon Ideen, aber die wurden Ganz meistens neues nur Gefühl. einmal von pro Person bespielt, sage ich jetzt mal. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist was, das lohnt sich, das weiterzuentwickeln. Und ab da ging es los. Das war vor, ja, schätzungsweise so 4, 5 Jahren. Dann habe ich da nicht durchgehend dran gearbeitet. Ich hatte immer wieder Pausen. Das Design technisch auch ganz wichtig, dass man wieder ein bisschen aus dieser, ja, wie sagt man, Bisschen Abstand Betriebsblindheit finden. so ein bisschen rauskommt und das Ganze wieder aus einem anderen Blickwinkel anschauen kann, weil man sonst Probleme gar nicht mehr sieht, wenn man sich jeden Tag immer mit dem Gleichen beschäftigt. Und das heißt, es gab immer so Phasen. Als meine Kinder klein waren, habe ich ganz viel mit denen, weil ich mit denen spazieren im Tragetuch vorne. Da kann man über so Dinge nachdenken, wenn die dann irgendwann eingeschlafen sind. Und da ist immer phasenweise wieder viel passiert, was ich damit gemacht habe. Und ja, dann gab es im Prinzip gab es halt diese erste große Version. Ich habe die auch selber gezeichnet. Ich habe jetzt leider kein Bild davon da. Das, ja, das war witzig. Ich bin kein guter Zeichner. Ja, und aber es hat trotzdem so einen gewissen Charme gehabt und mir gefällt das Zeug auch noch. Ich habe da noch einen alten Prototypen da. Ja. Ja, dann kam diese zweite große Version, da habe ich auch mal so einmal wirklich einen Cut gemacht, ein starkes Streamlined. Und dann bin ich halt jetzt, also diese neueste Version, die gibt es noch gar nicht so lange. Aber ich konnte sehr viele Konzepte, die in der alten Version gut funktioniert haben, auch übertragen, obwohl die Grundmechaniken schon sehr deutlich unterschiedlich sind. Ja, ich fand, also bei der alten Version, das haben wir auch mal gespielt, ist aber schon ein Jahr vielleicht her, schätze ich mal. Da fand ich das Kampfsystem richtig klasse. Das ist ein bisschen schade, dass du das rausgenommen hast. Ist das mit dem jetzigen auch möglich, dass die alten noch so, oder gibt es da noch Variationen, dass man das einbauen kann? Oder, also dieses Kampfsystem an sich ja eigentlich nicht, ne? Da sind ja gar nicht die Karten und so vorhanden. Aber ist irgendwie geplant, vielleicht als Stretch Goal oder so, da nochmal eine Varianz reinzubringen? Nee, also das sehe ich nicht. Ich habe aber mit Mythic schon mal besprochen, dass ich denen die alte Version zumindest auch mal zeigen werde. Vielleicht geht da noch was. Das Spiel ist das, was man leichter und besser verkaufen kann. Das sehe ich definitiv. Ja, Natürlich wenn wird das das Kampfsystem so. auch ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen. Und gerade das ist ja die große Stärke. Eine Partie 30 Minuten. Ja, das ging beim anderen nicht. Ja, das. Ich entwickle ja immer noch weitere Helden dafür. Da soll ja auch dann irgendwie monatlich ein neuer Held rauskommen. Wichtig ist, wenn ich einen Held mir kaufe, dann habe ich 7 Karten dabei. Also da ist nie so, dass ich irgendwie wie bei anderen Systemen dann, wenn ich eine Karte will, mir eine Figur kaufe, die ich überhaupt nicht brauche. Ja, nur um diese eine Karte dabei zu haben. Also das ist eher, wenn ich einen Helden spielen möchte, dann kaufe ich mir den, habe alle Karten. Und wenn nicht, dann eben, dann da kann ich das sein lassen, ohne für einen anderen Helden was zu verpassen. Ja, und ich arbeite aktuell an einem Helden und der ist, ich habe das Mythic nicht gesagt, aber der ist so eine kleine Hommage ans alte System, weil der, jetzt muss ich doch nochmal umschwenken, ganz kurz. Das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Also das Spiel ist ja letztendlich rein kartenbasiert, untypisch für diese Art von Spielen, keine Würfel, um zum Ja. Beispiel Kämpfe auszutragen, sondern ja, schlechte Beispiele hier für das, was ich zeigen möchte. Oh, haben wir was. Ja, also wenn ich so eine Karte spiele, dann macht die relativ genau das, was draufsteht. Nämlich, ich darf 2 Felder rennen. Dann darf ich, hier ist die Reichweite, wen ich angreifen kann mit der Karte und hier ist der Schaden, den es macht. Ja, super schnell und dann mache ich halt den Schaden und löse Effekte auf. Es gibt Unabwägbarkeiten, weil mein Gegner kann eine Reaktion spielen, um zum Beispiel den Schaden zu verringern, aber es ist sehr, ja, sehr gestreamlined einfach. Also bum, bum, man haut sich die Karten um die Ohren. Und die Karten haben, es gibt drei Symbole. Und letztendlich ist das Keyforge-System umgedreht. Das heißt, ich habe pro Runde, normalerweise habe ich 5 Karten auf der Hand, die schmeiße ich auch am Ende meiner Runde im Normalfall alle ab. Und ich darf während meines Zuges, nehme ich mal die auf die Hand, darf ich aber jede Farbe nur einmal spielen. Das heißt, in diesem Fall hätte ich mit dieser Hand eine Art Puzzle, dass ich diese Karte, um den Troll zu aktivieren, auf jeden Fall spielen kann. Und dann müsste ich eine von den beiden, würde ich wahrscheinlich spielen, also eine von den beiden blauen.
und eine von den beiden gelben. Und das ist eigentlich das, was das Spiel ausmacht, dass man dann die für die aktuelle Lage beste Komposition oder Kombination von Karten findet, um die Quests zu erfüllen, die gerade ausliegen. Da gibt es so ein System, dass sich die Quests ändern. Also es geht nicht rein um das Out of Action nehmen, K.O. schlagen von Gegnern, sondern man muss auch bestimmte Bereiche auf der Karte annehmen. Ja. Und da muss ich halt rausfinden, was jetzt mit meinen Karten am besten ist, was am besten geht und was mein Gegner dann am meisten ins Schwitzen bringt, weil der hat ja auch Karten für seine Helden. Ja, und dazu muss ich wieder die Helden kennen. Das ist ja so das Grundsystem. Und jetzt habe ich einen Helden gebaut, der kann auch verdeckt eine von diesen Farben legen und je nach Farbe unterschiedlich viel Schaden machen. Das heißt, ich habe in diesem Helden das Kampfsystem des alten Super Fantasy Brawl ein Stück weit wieder reingeholt, also mit ein bisschen Blöffen. Ich weiß nicht, ob Mythic den bringen wird. Die schauen sich das natürlich an und gucken, ob das zu denen passt auch. Aber das ist so ein ganz, ganz netter Ansatz für einen Sidekick, der das alte, also jemand, der das alte Super Fantasy Brawl kennt und das Kampfsystem, der wird bei diesem Helden schmunzeln, denke ich, wenn er den das erste Mal spielt. Weil da genau das wieder so ein Stück weit rauskommt. Und das Spiel, das steht aber schon fest, geht nachher auch in den Retail, ja? Also es ist nicht nur ein Kickstarter jetzt. Ja, das ist aktuell auf Kickstarter noch 4 Tage und dann wird es noch eine Spieleschmiede-Version geben. Also die Spieleschmiede ist ein deutscher auf Brettspiel-Crowdfunding spezialisierter Verlag letztendlich mit Spieleoffensive, Korax, Grimmspire und so zusammen. Und die wollen auch eine Kampagne machen für das gleiche Spiel, aber in deutscher Sprache eben, also komplett eingedeutscht, Kartenregeln und so weiter. Und dann soll es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch in Retail kommen und regelmäßig unterstützt werden. Ich bin gespannt, wie gut das geht. Das hängt natürlich jetzt beim Turnierspiel sehr, sehr stark davon ab, wie gut das läuft. Ja, wie lange das trägt. Und ja, das wird jetzt eine spannende Zeit, wie das angenommen wird. Die ersten Reviews sind bombastisch. Also es ist wirklich wahnsinnig. Ich habe mir ein paar englische Reviews angeschaut. Mhm. Nicht nur bezahltes Zeug, sondern tatsächlich auch von so ein paar Independent-Leuten. Und das war wirklich sehr, sehr positiv, was ich gehört habe. Also ich bin gespannt. Kann in die eine oder andere Richtung gehen. Wie ist das so, wenn man da sein eigenes Spiel gespielt sieht bei Man vs. Meeple oder anderen einschlägigen Reviewern? Das ist ein super Gefühl und es freut mich auch total, wenn dann darüber diskutiert wird und dann hat man diese MOBA-typischen Sachen so, oh, ist der Held nicht viel zu stark? Und dann sagt wieder der andere, nee, aber ich habe doch gerade gegen den gewonnen, mit dem den alle schwach finden. Und diese Diskussion zu verfolgen ist sehr befriedigend. Also das ist wirklich das, glaube ich, was am meisten Spaß macht als Autor, wenn man halt sieht, wie das eigene Spiel gespielt wird, wie es Leuten Spaß bringt und wie sich halt Leute gerne damit beschäftigen. Und da hilft natürlich Kickstarter, weil Kickstarter halt auch vom Hype lebt, der da generiert wird und weil Mythic Games diesen Hype sehr gut generieren und aufrechterhalten. Ja, das stimmt. Inwiefern haben die Einfluss genommen, mal abgesehen von der Grafik und so weiter, auf das Spiel, auf das Gameplay? Gibt es da irgendwas, wo die gesagt haben, das hätten wir gerne anders oder das kannst du nicht machen oder wir sagen jetzt mal, wie wir das und das machen? Also ich habe das Spiel an Mythic verkauft, sage ich jetzt mal so. Das heißt, ich habe kein Mitspracherecht. Ich würde mich als externen Berater bezeichnen. Das heißt, ich bekomme alles von denen geschickt, was die ändern. Die haben auch die Regeln überarbeitet. Das war auch gut, weil ich ein lausiger Regelschreiber bin, vor allem wenn es um Regeln schreiben auf Englisch geht. Da bin ich einfach nicht besonders gut drin. Auch so Karte präzise formulieren, das ist... Das kann nicht jeder, auch wenn sich oft vielleicht jemand denkt, das könnte man doch besser formulieren, ist nicht einfach. Und dann haben die das angepasst und dann kriege ich das geschickt und dann darf ich ein Feedback dazu abgeben und die freuen sich auch darüber. Aber das ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, nee, das macht man nicht. Also das ist jetzt komplett in Händen von Mythic Games und das ist auch in Ordnung so. Also das ist ein Risiko, das man hat, wenn man so ein Spiel, ich sag mal, verkauft, dass man halt nicht mehr komplett kreativer Creative Head, ich kenne bei vielen nur die englischen Begriffe, der Kreativchef quasi ist, sondern man muss dann Kompromisse angehen. Was die zum Beispiel gemacht haben, das hatte ich nicht drin. Ich habe gesagt, okay, wenn du als Spieler 5 Karten ziehst und du hast 4 rote Karten und eine gelbe, dann ist hier Deal with it, dann hast du halt nur 2 Aktionen die Runde.
Müssig hat gesagt, das können wir nicht machen. Wir wollen auch den Spielern, die schlecht ziehen, ein Goodie geben. Und die haben jetzt zum Beispiel Standardaktion. Musst du dich hier umdrehen? Unsere Standardaktion eingeführt, sieht man hier, die ich immer erspielen kann. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel keine blaue Karte habe, dann darf ich zumindest mal mit einem Held mal ein Feld gehen. Und Plan One heißt, ich darf eine Karte auf mein Deck legen, was dazu führt, dass ich den meine nächsten Runde ziehe. Ja, das heißt, ich habe ein bisschen Agency, ein bisschen Planbarkeit oder mehr Planbarkeit, was in meinem nächsten zukommt. Und am Anfang war ich skeptisch, um ehrlich zu sein, aber mittlerweile ist es eine sehr, sehr gute Änderung. Ja, weil einfach dieses schlecht gezogen einfach ein bisschen relativiert wird. Weniger Frust, mehr für Jugendliche wieder. Ja, zum Beispiel. Aber auch mich als nicht mehr ganz so Jugendlichen freut es natürlich, wenn ich schlecht gezogen habe und dann wenigstens so eine Standardaktion machen kann. Ja, okay. Ja, und jetzt, man muss noch dazu sagen, auf Kickstarter aktuell gibt es das nur auf Englisch und auch auf Französisch, denke ich mal, oder Mythic, wenn ich das richtig gesehen habe. Die machen ja alles auch auf Französisch. Und auf Deutsch dann eben erst in der Spieleschmiede. Das wird gegen Ende des Jahres oder wann kann man damit rechnen, dass sie das in Angriff nehmen? Ich bin da nicht hundertprozentig informiert. Ich habe auch mal gehört, dass es recht bald nach der Kickstarter-Kampagne ist. Die verhandeln auch noch so ein bisschen miteinander. Also das muss man jetzt abwarten. Ich gehe stark davon aus, dass die Spieleschmiede-Kampagne auch ein Erfolg wird. Und gerade diese Eignung als Gateway-Game, die wir vorhin auch besprochen hatten, als Einstiegsspiel und ein Spiel für vielleicht Jugendliche und Kinder, eventuell wäre es da, obwohl die Sprache nicht schwierig ist, also es ist jetzt kein Gloomhaven, wo man entlange Texte auf Englisch lesen und verstehen muss, sondern es hat eine sehr präzise und kurz gefasste Sprache. Aber klar, da hilft Deutsch. Und ich bin auch sehr, sehr froh. Ich habe mich auch so ein bisschen mit für eingesetzt, dass eine deutsche Version über die Spieleschmiede gemacht wird, weil ich die Leute von der Spieleschmiede kenne. Und deswegen ist es eine super Sache, dass das passiert. Ja. Ja, und von der Art des Spiels, wenn man mal guckt, was die normalerweise so machen, die Spieleschmiede, passt das da auch ganz gut rein. Ne? Also zum einen erfolgreicher oder sehr erfolgreicher Kickstarter ist ja immer nicht verkehrt, wenn nicht sogar notwendig dafür. Und wie du schon sagst, ist die Zugänglichkeit, recht hohe Altersspanne und so weiter, schönes Artwork, all das spielt ja mit da rein. Ja, es war ursprünglich, als One vs. One, also als Zweispielerspiel angelegt. Und Mythic hat jetzt auch ich habe es jetzt zweimal ausprobiert, einen sehr, sehr guten 2 vs. 2 Modus gebastelt. Das ist auch noch sowas, es wird wahrscheinlich da auch neue Arenen, ein bisschen abgewandelte Spielmodi, neue Challenge-Cards geben. Das sind die Karten, die vorgeben, welche Missionsziele oder welche Ziele man erreichen soll, was man auf der Karte einnehmen soll, welche Bereiche und so weiter. Also da kann noch viel passieren. Und auch was die Helden angeht, das System hat sehr, sehr viel Design-Space. Also man kann da wahrscheinlich noch sehr, sehr abgefahrene Effekte machen. Ja, eigene Deck vielleicht beeinflussen. Es gibt Charaktere, die können vom Gegner Gedanken kontrollieren, da kann man dann gegnerische Figuren bewegen. Ganz viel geht es darum, sich gegenseitig durch die Arena zu ziehen. Es gibt Fallen, in die man die Gegner reinschubsen kann. Ja, und ich habe auch einen Helden, der so darauf spezialisiert ist, diese Jägerin, die Fallen zu manipulieren, Fallen umzusetzen. Die wird auch irgendwann, wenn die hochlevelt, kann die durch Fallen durchlaufen und kriegt sogar einen Verteidigungsboni, wenn sie auffallen steht. Also kann man ganz, ganz viel noch machen. Ja, ist noch viel Luft. Ich bin auch gespannt, was mir noch dazu einfällt, aber auch natürlich, was der Community und was Mythic dazu einfällt. Ja, und die nächsten drei Erweiterungen sind auch schon geplant. Ich habe viel im Kopf, klar. Und ich habe auch schon ein bisschen was weitergegeben und Mythic hat doch auch Pläne. Also da geht was. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja. Ja, wäre natürlich schön, wenn es ankommt und wenn es noch eine Weile so laufen kann. Ja, es gibt starke Konkurrenz. Shadespire ist sehr, sehr groß aktuell. Aristea, beides auch sehr gute Spiele. Habe ich beide selber gerne gespielt. Gibt klar Unterscheidungsmerkmale, aber es sind alles solche Arena-Brawler. Und bin ich gespannt, wie sich das insgesamt jetzt weiterentwickelt. Ja, was reizt sich so an Skirmish-Spielen oder an den Brawlern?
Ist das generell so deins oder ist das eher so eine Ausnahme, dass du jetzt in die Richtung gegangen bist mit deinem Spiel? Nee, es ist generell meins. Ich habe ein anderes Spiel gemacht. Das ist ein Fußballspiel, Fußball-Schnitzspiel, Dexterity. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nur solche Spiele mache, aber das ist schon mein Genre irgendwie, was ich auch selber sehr gerne spiele. Ja. Ansonsten, also ich spiele entweder so gern so Zweispieler-Sachen oder dann eher Sachen, die dann zu 5, 6 gehen. Und Cosmic Encounter ist so ein Evergreen, den wir immer wieder gerne rausholen. Ja, ein bisschen Chaos, Spaß am Tisch haben, zusammen lachen, das ist das eine, was einen Reiz ausmacht. Aber auch jetzt so Zwei-Personen-Spiele, man kommt halt oft dazu, sehr, sehr einfach einen Gegner oder Spielepartner zu finden. Und deswegen spiele ich das auch oft und gerne. Auch Kartenspiele, Keyforge, Netrunner und sowas. Wenn so meine persönlichen Präferenzen. Ja. Ja, da passt das ja ganz gut rein. Aber das spielst du auch immer noch gerne. Trotz vielen Testrunden und viel Entwicklung und so weiter. Wenn einer sagt, komm, wir spielen es nochmal, dann bist du auch dabei. Hast du auch welche in deinem Freundeskreis oder Familie, die so auf deinem Stand sind, sage ich mal, was das Wissen im Spiel angeht? Das heißt, hast du auch ernsthafte Konkurrenz oder stellt der andere irgendwas hin, was er schön findet und du sagst, ah, mit dem und dem, ich nehme jetzt den und dann ist die Sache eigentlich schon geritzt? Nee, ich bin in meinem Spiel nicht besonders gut, muss ich zugeben. Also, ja, also ich habe da auch schon die ein oder andere Niederlage kassiert, obwohl ich die Karten kenne. Manchmal weiß ich da nicht mehr, was ich geändert habe, gehe von einer nicht veränderten Karte aus und so richtig unangefochten. Als unangefochtener Designer würde ich mich nicht präsentieren wollen. Das würde weit an der Realität vorbeigehen. Okay, aber man muss ja auch sagen, trotz dieses Kartenbasierten, was ja generell immer weniger Glücksmoment hat als Würfelwerfen, ist es ja, zumindest hatte ich den Eindruck bei unserer Testrunde so, dass man nicht sagen kann, na, der hat das schon 100-mal gespielt und ich erst 3-mal, jetzt brauche ich jetzt gar nicht anzutreten. Also es gibt schon Momente durch das Kartenziehen und so weiter, dass man trotzdem Chancen hat, auch zu gewinnen. Zumindest war es mein Eindruck. Das muss auch in einem gut designten Spiel so sein. Ich bin überhaupt kein Fan von so komplett deterministischen Sachen. Ich meine, Schach, klar, Schach ist halt das eine, das kann man auch sehr gut spielen, aber das hat ja genau das Problem, dass man als Großmeister und als Anfänger nicht mehr gegeneinander spielen braucht. Und das wurde hier durch das Glück, das man beim Ziehen eben haben oder nicht haben kann, schon ins Auge gefasst. Das ist ein wichtiger, so designtheoretischer Punkt ist natürlich diesen Eingangsglück oder Ausgangsglück, habe ich jetzt mal frei übersetzt aus dem Englischen. Ja, das heißt, das Spiel hier, ich habe erst das Zufallsmoment, in dem ich meine Karten ziehe und dann kann ich schauen, was ich daraus mache. Und das ist, finde ich, designtechnisch immer interessanter, als zu sagen, ich mache jetzt diese Aktion, also die Entscheidung vorher zu haben und danach beim Würfelwurf zu checken, ob die jetzt geklappt hat oder nicht. Ja, und ich finde immer, dass gerade Karten ziehen, man hat immer noch das Gefühl, was dran ändern zu können. Man hat immer noch das Gefühl, mit den Karten beeinflussen zu können, was man macht, auch wenn man schlecht gezogen hat. Und das ist für mich die richtige Art von Glück, die ein Spiel braucht und dieses auch dann spannend macht. Und selbst wenn man im Spiel sehr gut ist und die Karten mitzählt, dann weiß man trotzdem, okay, ich brauche noch einen Siegpunkt zum Gewinnen und diesen Helden, der steht auf 2 Hitpoints, dann kann ich schon mal gucken, wie groß ist denn jetzt die Chance, dass mein Gegner diese Reaktion auf der Hand hat, die er noch brauchen könnte, die ihn jetzt noch retten könnte. Und ja, das ist dann, das macht dann, da kommt dann die Spannung rein und das ist für ein Spiel ganz wichtig. Wenn ich einfach sage, bum, bum, der ist tot und ich habe gewonnen, das ist langweilig. Und diese Unabwägbarkeit, die brauchst du meiner Meinung nach einfach bei so einem Spiel und die ist auch mit drin. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Absolut. Ja, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir für dieses Gespräch. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Nicht nur für den Kickstarter muss man eigentlich gar nicht mehr viel Erfolg wünschen. Ich wünsche dir, dass am Ende nochmal so ein Whoop kommt und dass es aber dann auch dauerhaft so bleibt, ja, dass das beim Boardgame Geek noch hochgeht und sich da etabliert und dann auch, wenn es dann in Retail geht, erfolgreich bleibt und dass Mythic vielleicht noch auf dich zukommt und fragt, hast du noch mal eine Idee für eine Erweiterung oder zwei, wenn wir den nächsten Kickstarter launchen? Ja, würde mich auch freuen, klar. Dir wünsche ich auch viel Erfolg weiter mit dem Kanal. Ja, ihr seid wichtig dafür, dass wir das tun können, was wir tun. Und wahrscheinlich ist es so eine Symbiose, weil es ja umgekehrt genauso ist.
Aber auch das Format finde ich super. Ich habe mir das auch dann das Vorinterview mit dem Autor von Shiver Me Timbers angeschaut. Ja, ich finde das Format cool und auch bitte so weitermachen. Ja, gerne. Aber wir haben, ist vielleicht eine Symbiose, aber wir haben mehr Spaß an dem, was ihr macht, als andersrum, glaube ich. Das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Aber es ist ein gutes Schlusswort. Ja, okay. Ja, dann danke dir und mach's gut. Bis bald. Ciao. Haben wir noch. Ciao. High five. High five. High five. High five. High five. Lucky Lux. Lucky Lux.